Hallo liebe Leute und herzlich willkommen beim Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Ja, wir sind bereits in Folge 138 unterwegs und waren am Düngen. Überraschenderweise mit Gülle, was momentan ziemlich oft vorkommt, liegt einfach daran, dass wir auch ziemlich viel Gülle haben. Ergibt sich einfach durch die Tiere, die wir haben. So, 80%, sagt er schon wieder, ist er voll. Der gute Rescher ist natürlich noch die ganze Zeit munter unterwegs und kümmert sich um Feld 8. Ja, wir sind am Nachdüngen von Feld 6 auf Feld 3. Genau über uns auf der Minimap unten zu sehen, ist noch die Sämaschine unterwegs. Da haben wir schon einmal vorgedüngt gehabt, das arbeitet er jetzt gerade ein, indem ihr grubbert und seht, und dann werden wir da auch noch mal eine Runde nachdüngen und dann passt das Ganze schon. Und wir müssen auch noch eine Runde vordüngen, bevor wir die Sämaschine dann auf die 8 lassen, was hier in dem Bereich erstmal das letzte Feld ist, weil die Felder 1 und 20, da haben wir Mais gepflanzt und da werden wir dann nämlich häckseln. Das ist die ganze Idee. So, jetzt haben wir die Bahn hier auch geschafft. Das müssen wir eigentlich, ich sag mal, zwei Bahnen auf jeden Fall noch machen können mit der Ladung, die wir gerade dabei haben. So, und wir sind pünktlich wieder unten mit unseren Auslässen hier. Und dann passt das Ganze schon. Der Güllefassgeschichten müssen wir echt mal gucken, was wir machen. Gibt natürlich jetzt zum Beispiel im Big Bud DLC, wenn wir dann nachher erheblich mehr Mist haben sollten, gibt es natürlich auch schöne Mistwagengröße. Damit bis zu 70.000 Liter Fassungsvermögen. Also das ist schon richtig auch, ne? Passt dann auch zum DLC-Namen Big Bud, ne? Wenn man da tatsächlich ein bisschen Mist unterbringen kann. Leider war bei der Big Bud-Geschichte kein großes Güllesystem. Das ist das, was ich dann sagte, also, ne, schade. Mist ist ja schön und gut, aber Mist ist meistens Mist, wenn man nicht die Menge dementsprechend davon hat, um es mal so auszudrücken. Meistens hat man ja mehr Gülle, weil teilweise solche Gärrestgeschichte und andere Sachen auch durch andere Produktionen auftauchen halt. Ne? Ihr seht selber, er braucht nicht mehr sonderlich lang. Er ist durch, weil er leer gemacht werden möchte. Wie ihr seht, hat er ein bisschen was hier schon geschafft. Wir werden hier also auf jeden Fall eine Runde vordüngen müssen, dass wir uns auch mit dem Dünger mit der Sämaschine hintrauen. Wollen wir mal gucken, dass das alles läuft, ne? So, ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich nicht wieder umschalte und bei dem anderen weitermache, er könnte hier noch einmal fahren und drehen. Ja, aber der wird hier gleich voll sein. Das heißt, wir werden es wegliefern, abliefern das Ganze. Und der Punkt ist, dass dass mit dieser Lieferung die Sojamilchfabrik eigentlich sogar ziemlich voll sein sollte. So hart ist es. So, ich fahre jetzt hier hinten irgendwo vom Feld runter. Das ist ein Original. Ist das eine Ausfahrt da? Nö. Ihr seht, das hier ist keine Ausfahrt, aber wenig bis gar keine Pflanzen. Das ist okay, dann können wir das auch gut nutzen dafür. So, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Da sieht man auch schon unsere berühmte Straße, die mehr diagonal führt sozusagen. Da brauchen wir einfach nur genau den Übergang abpassen, wie wir gerade feststellen. War ja schon knappig sozusagen. Aber den Spaß hier mal langreizen. Ja, oh, schön in den Zaun geschmettert. Das ist auch was Feines, ne? Hat ja auch lange keinen Unfall mehr. Ist fast die ganze Woche gut gegangen. Und jetzt hier die letzte Folge vom Wochenende. Mache ich so ein Theater, ne? Sachen gibt's. Gerade passen. Hätte noch nicht alles ganz reingepasst. Ich weiß das nicht, ob wir noch was überbehalten oder ob wir tatsächlich schon einen ganz kleinen Rest auch noch einlagern müssen.
Da bin ich jetzt mal gespannt, wie weit die Produktion jetzt fortgeschritten ist in der Zeit, wo wir da rumgewurstelt haben. So, bremsen wir hier. Ne, es geht immer, wird nicht alles reingehen. Es fehlt echt irgendwie 3 Gramm Platz oder sowas in der Richtung. Gut, dann haben wir die auf jeden Fall voll. Gucken jetzt nochmal hier. Wasserbestände sind noch da. Das heißt, da füllen wir erst wieder auf, wenn wir unter 80.000, wenn wir unter 60.000 kommen, weil dann passt der Tank da rein. Ja, da seht ihr das kleine Häufchen Elend. Das ist die erste kleine Einlagerungsrest, den wir machen werden. Ich werde auch den hier tatsächlich herfahren. Okay, jetzt nichts. Und dann können wir tatsächlich demnächst Soja in die Produktion nachfüllen aus dem Lager. Das hat aber was, oder nicht? Das würde ich sagen, ist auch mal eine ganz witzige Idee. Da hat jemand die Arbeit beendet. Das macht rein gar nichts. Liegt einfach stumpf daran, dass dass die Seemaschine ist und die können wir eh noch nicht übersetzen lassen, weil wir noch nicht vorgedüngt haben. So einfach ist das Ganze. Das Vordüngen ist in dem Fall hier wichtig, weil wir da nicht so viele Wachstumsphasen abwarten müssen. Also wir haben dann gleich zweimal gedüngt. Gleich nach dem Sehen sozusagen und haben dann den Vorteil, dass wir ja, irgendwann mal eine Wachstumsphase weiter, egal ob es die nächste oder die übernächste ist, das ist dann echt vollkommen egal, dass wir da dementsprechend dann noch einmal düngen müssen. Wir müssen nicht in jeder Phase, die danach noch kommt, düngen. So, ich stelle erstmal hier ab. Hier machen wir weiter. So, runter mit dem Spaß und los geht's. Dann wollen wir mal. Geld kriegen wir mit dem der Gülle aus der Sojamilch auf jeden Fall fertig. Ich habe ja noch eine Ladung nachholen können, das ist also nicht das Problem. Ja, die 2 ist dann jetzt schon mal fertig, bis auf einmal nachdüngen später. Die 6, wenn wir das jetzt zu Ende haben, auch. 3 ist vorgedüngt und gesät. Da müssen wir noch einmal nachdüngen und dann später noch ein weiteres Mal düngen. Und die 8 wird gerade geerntet. Das ist der Stand der Dinge. So einfach ist das. So. Ja, das wird gleich wieder nur eine halbe Spur oder sowas in der Richtung. So, immer aus und ja, diesmal werden wir nicht bis zur Hälfte kommen, aber das macht auch nichts. Es ist eh das Fahren auf dem Rückweg sozusagen. Da haben wir halt den Streifen schon gemacht. Wir müssen danach eh noch 2 Streifen machen. Also wenn wir so 2/3 Streifen machen und wir kriegen eigentlich über 3 hin mit einer Tankfüllung. Das sollte also eigentlich das Ding sein. So, da kommen die letzten Liter. So, dann machen wir schon mal hoch. Wir machen das Ganze schon mal zusammen. Und dann schauen wir mal. Ich werde auch gleich dem dunklen, sprich dem schon gedüngten, wieder entgegenfahren. Und die Spur war ja kürzer. Diesmal werde ich dann gerade durchfahren und hinten wenden. So wird diesmal der Ablauf sein dafür. Ja, da vorne waren schon 2 der Randale-Brüder, da haben wir zum Glück diese Woche relativ wenig Ärger mit gehabt. Einmal hat uns einer so ein bisschen angeknuffelt, aber das konnte man noch tolerieren sozusagen. Ich hätte natürlich auch mit unseren Abfahrengeschichten natürlich auch ein anderes Konzept wählen können, da ich jetzt doch nicht das gleichzeitig Häckseln angefangen war. Hätte ich natürlich auch den großen Hänger nehmen können. Aber wie gesagt, mit dem kleinen Hänger, das sind halt ziemlich genau 2 Ladungen. Ganz kleines bisschen fehlt am Platz. Aber das geht auch. So viel müssen wir mit dem normalen Drescher ja nicht mehr machen. Der
wird, wenn er fertig ist, bei der 8 wieder weggeholt und zur 2 gestellt, weil da fängt er wieder von vorne an. Das ist eigentlich alles. So, ja. Sieht auch, der Drescher ist schon wieder zu 73% voll. Noch mal gespannt, wie viel von dem Feld runterkriegen. So, ah, hier ist gar nicht mal mehr drinne. Aber wie gesagt, das ist auch nicht ganz so wild, weil wir brauchen eh nicht mehr die volle Ladung und das sind echt nur irgendwie knapp über 100 Liter, die hier fehlen. Da wollen wir uns mal fix wieder auf den Weg machen hier. Die Lohnzahlungen kommen gerade rein, aber wie gesagt, das ist kein Problem. Wir sollten bald auch eine Milchverkaufsaktion machen. Das heißt, wir werden unsere Lorbeeren sozusagen uns unsere Sachen auszahlen lassen, die wir diese Woche gemacht haben. Die werden wir wohl Montag oder Dienstag dann einstecken können. Sprich den Gewinn aus der ganzen Geschichte. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche dann noch gucken, dass wir da noch ein paar Tiere dann noch kaufen. So, 80% Korntankfüllung ist auch okay. Der hatte jetzt mehr als genug Vorsprung, muss man sagen. Weil derjenige, der das Ganze aufhält, hier sind nicht die Helfer, sondern das bin ich. Ich hätte jetzt natürlich auch mit dem Streudünger einmal vorarbeiten können, aber weiß ich nicht, wollte ich irgendwie auch nicht. Ich wollte das einmal, wenn denn, hier dann auch mit der Gülle durchziehen. So, und hoch damit. Ja, jetzt fahre ich einfach auf der Spur hier weiter. Da sind wir auch eh schon einmal drauf lang gefahren. Wir werden jetzt hier drehen und uns wird eh nichts anderes übrig bleiben, wie noch zwei Bahnen zu fahren. Das klappt anders hier leider nicht. So, dann runter damit. So, Leute. Ja, das wollen wir heute auf jeden Fall noch zu Ende machen. Bevor wir ins Wochenende gehen, wollen wir auf jeden Fall hier die beiden Bahnen noch gefahren haben. Und ich möchte eigentlich auch schon das andere Feld ein Stückchen vorgedüngt haben, wenn ich das hinkriege. Dass ich den die Seemaschine auch schon mit der passenden Frucht da noch hinstellen kann. Das ist eigentlich jetzt unser Wochenendziel. Ursprünglich gedacht hatte ich, dass ich halt die Ernte auf den Feldern fürs normale Schneidwerk fertig hätte. Da sind wir auf dem Weg hin, sag ich mal so. Weil ich würde sagen, wir machen jetzt tatsächlich hier nochmal eine Pause. Ich werde das Ganze jetzt hier hochnehmen. Wir müssen zwar noch einen fahren, aber er ist nämlich jetzt gerade frisch voll geworden. Und ich möchte ihn jetzt noch einmal, während ich die letzte Bahn fahre, schon mal abtanken lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in den letzten Arbeitsminuten das Ganze hier noch hinkriegen, aber wir schauen mal. Wenigstens haben wir hier unser Bestes gegeben, dass das Ganze noch läuft. So. Naja, gib Gas hier. So. Drehen schön in die Runde. Fahren die Spur hier noch. Klappt. Ja, und dann fahre ich zurück und mache ihn nochmal voll. Und dann fahren wir zum neuen Feld. Das Vollmachen werde ich dann allerdings schon wieder am Lager machen müssen, am großen. Und das wird das wohl leider nicht hinkommen. So, der Drescher ist schon wieder unterwegs, der fährt schon wieder, der ist schon wieder bei 2%. Das ist natürlich schon mehr gut. Das läuft dann tatsächlich auch noch. Vielleicht können wir den dann auch an Feld 2 stellen und in den Feierabend gehen lassen. Das hätte ja was. Ja, da werden wir auf jeden Fall mal eine Runde gucken müssen, was denn mit Stroh anliegt. Hier gibt es die Vermutung, dass wir uns auch mal wieder eine Runde um Stroh kümmern müssen. So, und einmal zusammenfalten. Ja, ich würde sagen, ich mache es jetzt doch anders. Ich werde jetzt mit ihm hier schön an dem Feld hier vorbeifahren.
Ja, das Feld muss ich ja noch nachdüngen. Ne? Klar. Und wir fahren jetzt einmal hier dran vorbei und ich werde die 4700 Liter noch einmal auf die 8 machen, dass wir ihn da schon mal ansetzen können. Also wenigstens hinstellen können, dass wir nächste Woche wissen, wie es weitergeht. Desto schneller haben wir da auch den Ansatz. Wenn man natürlich so einen Wochenfluss jetzt hier hat und schön die Folgen beieinander aufgenommen hat, dann lutscht das auch und dann weiß man ja auch genau, was man macht und man hat halt den Vorteil, wenn man ein paar Folgen am Stück aufnimmt, dass man nicht immer wieder alles neu suchen muss sozusagen, ne? Sag ich immer so dazu. Nichts ist schlimmer, wenn man eine 17 Minuten Folge macht und beim YouTuber muss man erst 10 Minuten zugucken, bis er wieder weiß, was er alles gemacht hat. Dann ist die Folge um. Ne? Und wenn das jedes Mal ist, ist es doof. Deswegen vertrete ich so bei so Let's Plays die Sache, dass man immer so zwei, drei Sachen ein Stück aufnehmen könnte, weil dann halt für euch schöner zu gucken ist, weil man in der Arbeit drin ist. Ne? Es geht halt weiter und man hat gleich Action und muss nicht erst gucken, was macht er denn da, was passiert da dann noch, was weiß ich. Das ganze Theater hat man halt nicht. So, ja. Wir gehen ins Wochenende. Die Folge wird jetzt für ein paar Sekündchen länger werden. Das ist auch nicht ganz so wild. Ich wollte wenigstens die eine Bahn hier noch fahren. Und hier werden wir dann eine Runde Raps ansetzen. So, hier werde ich ihn jetzt einmal stehen lassen. Hier werden wir das gute Stück nehmen. Das falten wir auch zusammen. Und wir stellen es hier auf Raps, dass wir das auch schon mal gleich parat haben. Fahre ich einmal noch mit ihm hier um die Ecke. Ja, und dabei sage ich schon vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich... Standardsprüche, ne? Daumen nach oben, freuen über den Share, freuen und natürlich auch über ein Abo. Bedanke mich bei allen, die das immer schon fleißig getan haben und mich schon mal so fleißig unterstützen. Und dann verfahre ich mich hier noch eine Runde. Nein, habe ich zum Glück nicht. Und ja, dann natürlich wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Und es geht hier auf der im amerikanischen Outback Montagmorgen früh um 6 dann wieder los. Ja, dann sage ich wie gesagt vielen, vielen Dank, wünsche nochmal ein schönes Wochenende und bis Montag dann.